In Limburg an der Lahn entsteht gerade so etwas wie eine Elbphilharmonie, zumindest finanziell gesehen. Fast täglich wird eine neue Kostensteigerung bekannt beim Bau der Bischofsresidenz von Franz Peter Tewarz van Elst. Ein Skandal, wobei nicht nur die reine Explosion der Gesamtkosten für Kopfschütteln sorgt, sondern auch der Grund dafür. Denn für den Bischof ist das Beste gerade gut genug, findet zumindest der Bischof selbst. Der Publizist Carsten Freerk ist Mitglied der kirchenkritischen Humanistischen Union und hat in mehreren Büchern speziell das Finanzgebaren der Kirchen in Deutschland unter die Lupe genommen. Herr Freerk, haben wir es in der Gestalt des Limburger Bischofs Tewarz van Elst mit einer Ausnahme zu tun oder vielleicht doch eher mit einer Regel, die wir bis dahin nicht kannten? Also ich denke mal, man muss Struktur und persönliches Verhalten unterscheiden. In Limburg gilt das gleiche Kirchenrecht wie in allen katholischen Diözesen auf der Welt. Das heißt, der Bischof ist der oberste Priester, Rechtssetzer und Verwaltungschef. Sein Wort gilt. Alles andere ist eine demokratische Dekoration, die der Bischof je nach Temperament, Pragmatismus oder auch Menschenverstand nutzt oder nicht nutzt. Das ist also das Grundsätzliche. Das heißt, das, was in Limburg jetzt läuft, kann in jedem anderen katholischen Bistum auch passieren. Und jetzt kommt eben die persönliche Eigenheit dieses Bischofs dazu, der offensichtlich diese traditionelle Rolle, ich bin der Kommandeur und der Chef von allem, ja, gnadenlos überschätzt hat, Kirchenrecht unterlaufen hat, Regelungen nicht beachtet hat und so weiter. Nun ist ja auch bekannt geworden, dass das kircheninterne Kontrollsystem versagt habe. Vielleicht sogar ist es vorsätzlich umgangen worden, das wird noch geklärt werden müssen. Aber wer kontrolliert denn da überhaupt die Geldströme? Es sind ja auch immerhin Steuerströme, Kirchensteuerströme, unser Geld wird da ausgegeben. Kontrollieren das wirklich nur diejenigen, die es einnehmen, selbst? Es gibt wirklich in der Kirche verschiedene Finanzkreise, die sich teilweise nicht überschneiden, sondern unterscheidbar sind. Und der eine ist das, was im Bistum oder in der Diözese passiert. Da gehen die Kirchensteuern hin, da sind noch übrige Einnahmen aus Vermögenserträgen und so weiter. Und das findet zum größten Teil Niederschlag im Haushalt des Bistums, der ja auch veröffentlicht wird. Daneben gibt es noch andere, praktisch so die Schulstiftung, die Kindergartenstiftung haben auch alle ihre eigenen Haushalte und so weiter. Und die werden alle sozusagen auch kirchenintern kontrolliert durch Diözesansteuerräte, durch Aufsichtsgremien und so weiter alles. Weil da gilt das alte preußische Prinzip, wer öffentliche Gelder bekommt oder wo die öffentliche Hand mit dabei hilft, dass da Gelder kommen, der muss auch seine Mittelverwendung öffentlich kontrollieren lassen. Und aus diesem ganzen Regelkreis ist der bischöfliche Stuhl, mit dem ja auch in Limburg so gut war, wie alles finanziert worden ist, völlig herausgenommen. Da kennen im Bistum nur 5, 6, 7 Leute überhaupt das Vermögen des bischöflichen Stuhls. Und in Limburg ist dann noch wirklich die Sonderkonstruktion passiert, dass der Bischof zusammen mit seinem Generalvikar, den er ja auch ernennt, der ist von seinen Gnaden, das Domkapitel, was eigentlich dafür vorgesehen ist, den bischöflichen Stuhl zu begleiten, so zu beraten, ausgeschaltet hat und 3 Vermögensverwalter eingesetzt hat. Und diesen 3 Vermögensverwaltern, ja eigentlich Männern seines Vertrauens, hat er einfach nichts mehr vorgelegt. Keine Haushaltsplanungen, nichts. Und die konnte sich natürlich gegen ihn, erster Chef, auch nicht durchsetzen. Haben die Kirchen, diese Frage stellt sich, glaube ich, mittlerweile sehr, sehr vielen Menschen, die das ziemlich fassungslos beobachten, haben die Kirchen einfach zu viel Geld? Tja, das ist eine Frage, was heißt viel Geld? Sie haben viel Geld, das ist richtig. Aber ich sehe das Problem, dass sie es nicht richtig einsetzen. Denn der eigentliche Skandal ja im Grunde bei diesen Neubauten da in Limburg besteht ja darin, dass eben im Bistum in Frankfurt, habe ich jetzt gerade auch gehört, eine Kirchengemeinde eine Rampe bauen will für 15.000 Euro, damit eben Rollstuhlfahrer auch zum Gottesdienst kommen können. Und ihnen fehlen noch 5.000 Euro und sie kriegen es einfach nicht zusammen so einfach. Und die sehen dann natürlich den Kontrast, dass ihre kleine Investition von 15.000 Euro nicht möglich ist, weil sie bekommen vom Bistum keine Gelder dafür. Aber der Bischof erlaubt sich doch, einen solchen Bau dahinzusetzen. Das ist von der Persönlichkeitsstruktur dieses Bischofs genau der gleiche, nicht zu überbrückende Gegensatz. Er fliegt im Grunde erster Klasse zu den Ärmsten der Armen in die Slums von Kalkutta. Das müssen sie erstmal mental klar bekommen, dass das nicht zusammengeht. Jetzt haben wir in den vergangenen Tagen eine sehr umfassende Berichterstattung, auch in der Boulevardpresse und dann auch wirklich oft sehr boulevardesk. Da sehen wir dann genau, welche Badewanne hat sich beispielsweise dieser Bischof da jetzt hinbauen lassen. Müssen wir das eigentlich so detailliert wissen, um uns ein Bild davon machen zu können? Was halten Sie von der medialen Aufarbeitung dieses Skandals? Also ich bin der Meinung, dass was ich bisher zumindest in Bildern gesehen habe, ist es weder Protz noch Prunk. Denn man hat einen exquisiten Geschmack, haben auch andere Millionäre und auch andere Millionäre stellen sich für 15.000 Euro eine Badewanne freistehen ins Badezimmer.
Denn das wird ja übersehen, dass bei Amtsantritt, so habe ich es heute auch gerade wirklich so lesen können, wird das Vermögen dieses bischöflichen Stuhls auf 100 Millionen Euro geschätzt. Das ist ja nicht ein einfacher Priester, der also wie ein Lehrer oder Studienratengeld bekommt. Das ist ein sehr, sehr vermögender Mann. Und wo er und auch andere Bischöfe in Deutschland mit ihren bischöflichen Stühlen, ihr institutioneller Privatbesitz sozusagen, auf der Liste der reichsten deutschen Millionäre mit erscheinen müssten, was nicht passiert. Und es kann nicht passieren, weil niemand weiß, welches Vermögen diese bischöflichen Stühle haben. Es weiß niemand, außer diesen 5 bis 7 handverlesenen, wissenden im Bistum. Herr Falk, Sie wirken sehr verständnisvoll. Das wundert mich. Kirche ist für mich die beste Geschäftsidee aller Zeiten. Und diesen Widerspruch sehe ich zwar, aber er betrifft mich nicht, weil ich kein Kirchenmitglied bin. Das heißt, ich sehe einen Bischof ja nicht als Vorbild. Ich habe ja keine Glaubenshoffnungen daran. Und deshalb kann ich das aus dieser Distanz gelassener betrachten als eben ein Gläubiger, der sagt, also was macht dieser Mann, der unser Vorbild ist, der unser Seelenhirte ist, der und so weiter alles. Da stellen sich ja im Grunde die Fragen. Für die Kirchenmitglieder, für die Leute, die nicht in der Kirche sind, stellen sich diese Fragen eigentlich nicht. Vielen Dank, Carsten Freerk, für das Gespräch, das wir vor der Sendung aufgezeichnet haben. Violettbuch Kirchenfinanzen, wie der Staat die Kirchen finanziert, ist eines seiner Bücher im Alibri Verlag erschienen, kostet 16 Euro. Und das gerade geführte Gespräch können Sie gleich noch einmal im Internet nachhören unter ndr.de/ndrkultur.